Früher wie heute ist Erding in der Region Mittelpunkt für Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen. Eine attraktive Stadt. Und das diskutieren wir auch weiter. Deshalb hat der Stadtrat von Erding jetzt auch die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens auf den Weg gebracht, bei der wir viele Fragen bündeln wollen, die aus den Erfahrungen der jetzt bestehenden und neu eröffneten Geschäfte rührt, die aber auch den Blick weitet vom Süden der Stadt, des dortigen Gewerbegebietes, bis raus in den Norden der Stadt, wo wir mit Erding West einen Baustein bauen. Die Vorzeichen sind auch klar gesetzt, nämlich die Innenstadt zu schützen und der Innenstadt die Frequenz weiterhin zu geben. Dazu brauchen wir den externen Blick, dazu brauchen wir Antworten auf Fragen, wie beispielsweise Kaufkraftströme, Besucherströme und vieles mehr. Darum glaube ich, war es vorausschauend, externe Meinung einzuholen und dann weiter zu diskutieren und Erding in diesem Sinne, wie wir es von früher her genießen dürfen, auch weiterhin als pulsierenden Wirtschaftsstandort, bei dem man gerne leben und arbeiten möchte, zu entwickeln.